Herzlich willkommen zu den Tagesnachrichten, präsentiert von Daniel und heute mal mit einem neuen Thema. Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ja, Thema ist ganz gut. Denn Call of Duty Advanced Warfare, wer hat es denn erfunden nochmal? Lass mich kurz überlegen. Activision natürlich, dachte er, genau, ja. Oder doch eher Sledgehammer Games. Ist ja auf jeden Fall jetzt offiziell bestätigt, dass es in nächster Zeit, ich weiß auch noch nicht, ich weiß nicht genau wann, Leute, aber dass demnächst irgendwann ein Grand Prestige Master, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, auf jeden Fall 15 neue Prestige dazukommen sollen ins Spiel Advanced Warfare. Ja, was kann man da dazu sagen? 15 neue Prestige. Sie sehen nicht anders aus, Leute, als die jetzigen. Es ist nur eine Veränderung. Und zwar, nach dem 15. Prestige, also Prestige Meister, kann man in den Grand Prestige Master, oder wie man es auch aussprechen mag. Ich bin nicht der Englisch-Spezialist hier. Aber, ja, Grandmaster Prestige, oder wie man es nennen mag. Grandmaster Prestige auf jeden Fall, Leute, ja. Alles wird gut. Sorry. Grandmaster Prestige meine ich natürlich. Und genau. Kann man gehen nach den 15. Und dann kommt man sozusagen ins 16. Aber es ist das Prestige-Zeichen dann wieder vom ersten Prestige. Also der Skorpion, wie man hier jetzt sehen kann im Hintergrund. Und das neue ist dann, die Prestige-Zeichen sind dann Gold. Ist auf jeden Fall, finde ich, richtig geil. Also, dass sie dann Gold sind. Aber, ja, die hätten vielleicht neue Prestige-Zeichen hinzufügen können auch. Aber, und die dann Gold machen. Aber so passt es auch, finde ich. Ist eigentlich ganz geil. Aber was jetzt, warum sie das überhaupt bringen? Das ist natürlich die Frage, Leute. Und das werde ich euch jetzt erklären, Leute. Leute. Und zwar, Leute. Gibt es hier pro Prestige. Warte kurz. Pro Prestige kann man sich jetzt eine Elite-Waffe, oder bekommt man eine Elite-Waffe frei. Und zwar, immer nach dem Prestige kriegt sie eine Elite-Waffe und die sind auch immer geordnet. Das Geile ist halt eigentlich, man kann, wie heißt sie denn jetzt? Hab's voll vergessen gerade, Leute. Die Baal Obsidian Steed, oder wie sie nennt. Sorry Leute, dass ich jetzt den Namen vergessen habe. Ah, ich habe eigentlich das. Wo ist jetzt das Bild, Mann? Ach, ich bin wieder der größte Spasti, ohne Witz. Ja, Leute, schaut's her. Also im ersten Prestige, also im 16. gibt es dann die. Das finde ich geil, die Baal 720, die overpowerte Waffe in Elite-Version. Also das ist immer, die Prestige werden eingefügt, dass man die Elite-Waffen auch irgendwann mal haben kann. Und dazu sind die eigentlich da. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr so eine Waffe schon viel früher aus einer Vorratslieferung bekommt. Und dann hat es sich eigentlich null gelohnt, den ganzen Aufwand zu machen. Aber ja, was soll's. Ich finde, sie hätten das früher sagen sollen. Weil manche Prestigen ja nicht und die haben dann voll den Kack Nachteil, wenn sie jetzt eine Elite-Waffe wollen, müssen sie jetzt 15 Prestige leveln und dann in 16. gehen, dass sie so eine Elite-Waffe bekommen. Oder in 17. halt. Und die sind halt immer alle geordnet. Seht ihr jetzt hier, dann kommt noch die MP11 Goliath. Und ja, was gibt's sonst noch? Die Sniper ist chillig. Das kann ich euch verraten. Und natürlich die DLC-Waffe. Ich habe zwar das DLC nicht, aber ich habe schon öfters die Waffe aufgehoben, die geht ab wie Schnitzel, finde ich.
Also das muss ich schon mal sagen. Und natürlich die nächste Waffe dann. Wie heißt der? IMR. Thunder irgendwas. Was da dran steht. Ja. Also IMR ist natürlich immer noch beste. Das ist und bleibt die beste Waffe, finde ich. Und ja. Dann mag es das jetzt mal gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein paar Informationen hier liefern, wer es noch nicht gewusst hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da für mehr solche Infovideos oder ja, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute.